Lesen, Schreiben und Rechnen. Für die meisten Menschen eigentlich etwas ganz Alltägliches. Menschen, die sich in diesen Bereichen jedoch schwer tun, sind auch im Alltag benachteiligt und von daher ist eine Früherkennung bzw. eine frühe Förderung besonders wichtig. An der privaten Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik, also kurz UMIT, setzen sich Wissenschaftler mit diesem Thema Lernen und Lernstörungen bei Kindern auseinander. Und zu diesem Thema begrüße ich Silvia Pixner von der UMIT. Sie leitet das Zentrum für Lernen und Lernstörungen und ist klinische Psychologin. Grüß Gott. Grüß Gott. Warum braucht es in diesem Bereich, im Bereich der Lernstörungen, einen Schwerpunkt? Einfach, weil es 5-7% der Kinder betrifft, besser gesagt der Bevölkerung, weil Lernstörungen wachsen sich nicht aus. Das heißt, sie überdauern bis ins Erwachsenenalter. Und es geht darum, dass die Kinder bereits im Schulsystem einfach überstehen können. Besser gesagt, dass sie die wichtigsten Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und auch Rechnen beherrschen für ihre weitere berufliche Laufbahn. Was ist das Zentrum für Lernen und Lernstörungen? Was passiert genau in dieser Einrichtung? Es ist ein Lehr- und Forschungszentrum, das heißt, ich arbeite unter Supervision mit ungefähr 8 bis 10 Studierenden, die Psychologie studieren, mit den Kindern gemeinsam. Also wir betreuen die Kinder, fördern die Kinder, aber machen auch eine Abklärung in Bezug auf die Lernstörungen. Und wie arbeiten Sie? Wie kann man sich diese Forschungsarbeit vorstellen? Diese Arbeit mit den Kindern direkt ist eine kognitive Therapie. Das heißt, wir arbeiten wirklich an dem Symptom. Das heißt, wenn das Kind Probleme im Lesen hat, dann üben wir das Lesen. Wenn das die Rechtschreibung betrifft, dann wird die Rechtschreibung in Fokus gestellt. Und genauso ist es beim Rechnen. Also man muss sich wirklich so vorstellen, dass man sehr fokussiert auf das Problem schaut und auch dann daran arbeitet. Was ist denn eine Lernstörung? Lernstörung jetzt in diesem Sinne ist eine von der Weltgesundheitsorganisation anerkannte Erkrankung. Ja? Die betrifft eben dann die schulischen Fertigkeiten, Lesen, Rechtschreiben oder das Rechnen. Und wichtig ist auch dabei zu berücksichtigen, dass die Kinder normal intelligent sind, teilweise sogar überdurchschnittlich intelligent sind und nur in diesem Teilbereich dann eine massive Beeinträchtigung haben. Das heißt, sie können einfach diese Teilleistungen auf den normalen Wegen nicht erwerben oder nur mangelhaft oder sehr langsam und schwierig. Was ist jetzt Ihr Ansatz? In der Förderung meinen Sie jetzt? Mhm. Also in der Förderung geht es wirklich darum, vielleicht neben dieser kognitiven Therapie ist mir besonders wichtig, dass die Kinder auch Spaß am Lernen wieder lernen, weil das ist das, was sie einfach durch die Laufbahn, die sie hinter sich haben, schon verlernt haben. Und ich bin einfach überzeugt, dass wir nur lernen können, wenn wir auch Spaß dabei haben. Das heißt, es geht wirklich auch darum, den Kindern wieder dieses Gefühl zu vermitteln, dass sie was verändern können. Das haben sie nämlich schon verloren teilweise. Und dass sie durch das Üben tatsächlich auch noch weiterkommen können. Sie werden wahrscheinlich nie das Niveau erreichen, was ein nicht beeinträchtigtes Kind hat. Aber es geht ja gar nicht darum, sondern es geht darum, einfach die wichtigsten Kompetenzen so zu erwerben, dass sie im Alltag dann auch zurechtkommen. Beschränkt sich Ihre Forschung auf Kinder? Nicht wirklich. Also wie ich schon gesagt habe, die Lernstörungen wachsen sich nicht aus. Das heißt, wir haben schon immer wieder auch junge Erwachsene oder sogar ältere Erwachsene bei uns, die dann auch zur Abklärung kommen, die sich Infos holen, die wir auch teilweise begleiten, ja, auch in der Forschung. Also nicht nur in der klinischen Arbeit, sondern auch in der Forschung schauen wir uns natürlich auch an, wie rechnet ein geübter Rechner, wie rechnet ein Erwachsener, um mehr über die Mechanismen im Gehirn auch zu erfahren. Und dann versuchen wir zu schauen, was fehlt den Kindern mit der Lernstörung. Welche Strategie verwenden Sie? Und damit wir eben das Ziel kennen, muss man natürlich auch wissen, wie das ein geübter Erwachsener macht. Es hat dazu vergangenen Freitag in der UMIT eine Podiumsdiskussion gegeben. Warum ist es sinnvoll, solche Informationsveranstaltungen auch durchzuführen? Also darüber zu wissen, was diesen Kindern fehlt oder wie man ihnen helfen kann, ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Sie erleiden nämlich schon extrem viel Zurückweisungen in der Schule, weil man eben nicht Verständnis dafür hat. Ja? Die Kinder werden sehr häufig als faul oder als weniger intelligent dargestellt, obwohl sie wirklich nur in diesem Teilleistungsbereich ein Problem haben. Und es wäre wichtig, dass die Schulen, Eltern schon sehr früh das Problem auch erkennen, damit man auch sehr früh die Förderung einleiten kann. Das heißt, muss da die gesamte Gesellschaft sensibler für dieses Thema sein? Finde ich schon, vor allem auch zu differenzieren, ja? Dass eben eine Lernstörung eine Schwierigkeit im Teilleistungsbereich ist und eben nicht die Intelligenz betroffen ist, ja? Weil die Betroffenen dann wirklich tatsächlich darunter leiden. Sie erfahren sehr viele Misserfolge, sie üben sehr viel, deutlich mehr wie alle anderen, kommen aber niemals so weit wie die anderen, weil teilweise auch falsche Methoden verwendet werden, die dann in der Sackgasse landen. Und da geht es wirklich darum, auch
der Gesellschaft zu zeigen, mit der richtigen Methode, zum richtigen Zeitpunkt kann man diese Problematik kompensieren. Man kann sie nicht wirklich heilen, wenn man es unter Anführungszeichen sagt, aber man könnte zumindest den Kindern so viel mitgeben, damit sie dann eben im Alltag zurechtkommen. Silvia Pixner, vielen Dank für das Gespräch. Bitte gerne.